Wenn wir die Ehrenrettung der Arbeitslosen noch ein wenig weiter betreiben wollen, dann kommen Sie ja Ihrer bescheidenen Alimentierung wegen auch als Konsumenten nur sehr viel bescheidener ins Spiel. Und auch das macht Sie gegen den Richtungssinn der ökonomischen Propaganda zu besseren, will sagen, sozialverträglicheren Menschen. Denn ohne Frage verhält sich aufs Große und Ganze und auf lange Sicht gesehen derjenige am freundlichsten gegenüber seinen Nachkommen, der am wenigsten von dem verbraucht, was nicht von selbst nachwächst. Und so scheint es mir also naheliegend, die notwendigen Verrichtungen, in denen man sich als Lohnarbeiter oder Gehaltsempfänger vertreten lässt durch andere, die wiederum damit ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen, wieder in die eigene Verfügung zurückzuholen, selbst in die Hand zu nehmen und sei es auch aus Ungeübtheit zunächst stümperhaft. Aber Vorsicht, so einfach ist das nicht. Es ist nicht mehr so ohne weiteres möglich, durch eigene Tätigkeit seinen Geldbedarf zu mindern. Ich habe mit einem studentischen Projekt dieser Frage nachgegangen und Studenten haben versucht, im Bereich Wohnen, im Bereich Bildung und im Bereich Ernährung herauszufinden, ob sie durch Eigenarbeit irgendwie ihren Geldbedarf mindern könnten. Und sie sind zu deprimierenden Ergebnissen gekommen. Am ehesten scheint es noch im Bereich Bildung möglich. Die konsumistische Gesellschaft hat also die beiden in ihr favorisierten Existenzweisen, nämlich die Produktion und die Konsumtion, so totalisiert, dass beinahe jede andere Tätigkeit, die nicht Warenproduktion oder Warenkonsum oder Dienstleistungsproduktion oder Dienstleistungskonsum ist, ausgestorben ist. Nicht zuletzt dadurch, dass es schlichtweg kaum noch Tätigkeiten gibt, die ihren Einsatz, also Eigenarbeit gibt, die ihren Einsatz lohnt. Jede Eigenarbeit wird durch Billigprodukte von vornherein ins Unrecht gesetzt oder entmutigt oder lächerlich gemacht. Lassen Sie mich das wieder an ein paar ganz einfachen Beispielen verdeutlichen. Meine Großmutter konnte noch aus 2 oder 3 aufgerebelten Pullovern einen neuen stricken, der nichts kostete. Heute kann man keinen gekauften Pullover mehr aufrebbeln und die Wolle, um einen neuen zu stricken, kostet das Dreifache von einem Billigprodukt aus China oder Indien. Die Bauern führen heute Klage darüber, dass sie die Milch nicht mehr zu dem Preis produzieren können, der im Supermarkt dafür entrichtet werden muss. Man kann heute so beschwerlich und asketisch reisen, wie man will, notfalls können Sie zu Fuß nach Sizilien gehen. Es wird immer noch teurer als ein Last-Minute-Schnäppchen bei einem der bekannten Reiseanbieter auf Luxusniveau. Es ist also überhaupt nicht mehr einfach, in der Konsumgesellschaft mit seiner Hände Arbeit etwas zu tun, was mich befreit vom Geldbedarf oder den Geldbedarf zumindest mindert.